Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, euer Ding am Start. Wir haben letztens unsere alte Bekannte wiedergefunden hier auf diesem verlassenen Planeten, auf dieser verlassenen Station, wie auch immer. Ich habe vergessen, wie sie heißt, weil ich nicht mit ihr gespielt habe in das eine, in Mass Effect 1, weil ich sie ziemlich boring fand. Aber die ist auf jeden Fall hier, von meiner alten Crew. Und wir suchen irgendeinen Kollegen von ihr. Und den werden wir jetzt auch wiederfinden. Weil wir überaus dicke Gangster sind. Da kann der auch noch was machen. Sie wollten als Erste bei Vitor ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Suche mir Deckung! Gehe Richtung Deckung! So, ne, die sollten da. Nehme Deckung! Alles klar! Übernehmen Sie die Führung, Shepard. Wir sichern die Tür. Ja, ich dachte, die sollen das eine. Das soll aufgesprengt werden. Soll ich so da vorne hin? Verteidigung. Oh, oh, jetzt habe ich das eine. Oh, das war so sehr. Geh mehr Verteidigung offline. Das muss ich auch noch lernen, dass ich da raus muss aus dem Scheißbereich. Das ist, geht mir nämlich, ich hoffe, das sagt mir nichts. Die ist echt scheiße. Cool, ey, die kriegen ja richtig geile Sachen, Alter. Vielleicht hätte ich doch umskillen sollen. Na egal. Wo kam der jetzt raus? Ich bin voll maximal verwirrt. Das könnte nützlich sein. Monster kommen zurück. Max, beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Wenn ich töten kann, er ist totes Fleisch. Nein, 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 nein. Vitor? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärmer können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Schwärmer können ihn nicht finden. Hey, ich rede mit Ihnen. Na toll. So eine weite Reise und dann ist unser einziger Zeuge ein brabbelnder Irrer. Schwärmer kommen. Sturm kommt. Sturm von Schwärmen. Max, beschütze mich. Sie sind keiner von denen. Sie sind ein Mensch. Sie haben sie nicht gefunden? War es jetzt gut oder böse? Er hat uns nicht gefunden. Ich wollte Zeitdruck. Die Monster. Die Schwärmer. Sie haben alle mitgenommen. Wir sind keine Überlebenden, Vitor. Wir sind gerade erst angekommen. Sie wissen es ich nicht. Ich glaube, ich wechsle das Outfit, wenn gesehen, ich auf dem Schiff wieder aber bin. Ich habe alles gesehen. Das Dragonborn-Outfit. Das ja, sah richtig geil sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Mein Gott. Ich glaube, das ist ein Kollektor. Ist das sowas wie ein Alien? Sie sind eine Spezies aus dem Raum irgendwo hinter dem Omega-4-Portal. Nur sehr wenige haben schon mal selbst einen gesehen.
Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich, frieren dich ein und dann nehmen die Monster dich mit. Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Da haben wir endlich einen Zeugen und dann ist er so durch den Wind, dass er uns nicht mal sagen kann, was er gesehen hat. Ich habe sie untersucht. Die Monster. Die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, er soll uns abholen. Was? Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden. Nein! Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an Sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitors Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir. Die Leute von Cerberus werden ihm nichts tun, Tali. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Aber wir brauchen diese Informationen und es ist eindeutig, dass die Quarianer nichts mit uns teilen wollen. Verdammt, Shepard! Ich habe ihm vertraut! Ihm passiert nichts. Mein Wort darauf. Aber wir müssen so viel wie möglich über die Kollektoren herausfinden. Was? Nein! Ich verstehe nicht. Holen Sie uns ab. Krankenstation bereit machen. Viel Glück, Shepard. Hoffentlich ist das, was Sie von Vitor erfahren, die Sache wert. Shepard, gute Arbeit auf Freedom's Progress. Leider konnte uns der Quarianer, den Sie zurückgebracht haben, keine nützlichen Informationen geben. Er ist zu verwirrt. Wir überstellen ihn der Migrantenflotte. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie bereits von ihnen wussten? Ich hatte Vermutungen, brauchte aber Beweise. Die Kollektoren sind ziemlich rätselhaft. Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen oder Probeexemplaren. Meist im Austausch gegen Technologie. Wenn Ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden Sie so schnell, wie Sie gekommen sind, zurück durch das unerforschte Omega-4-Portal. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Sie verschweigen mir etwas. Woher wissen Sie, dass die Reaper etwas damit zu tun haben? Schlussfolgerungen. Tief in unserem Datenmaterial verborgen. Der Rat und die Allianz wollen glauben, dass die Reaper-Bedrohung mit der Sovereign gestorben ist. Wir beide wissen es besser. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Ich warte ungern, aber ich brauche ein Team, und zwar ein gutes. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die besten davon. Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich ihnen und ihrem Team Bescheid. Seien Sie bereit. Ich bin immer noch ein Spectre. Vielleicht kann ich den Rat dazu bringen, uns zu helfen. Wenn Sie glauben, dass Sie das schaffen, nur zu. Aber bedenken Sie, Sie waren lange weg. Die Dinge haben sich verändert. Sie sind für die Kollektoren zuständig und ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. Zwei Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens. Fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Siegerschwärme der Kollektoren vorgehen kann. Klingt gut. Und was noch?
Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte. Er soll einer der Besten sein. Einer, dem Sie trauen können. Joker. Hey, Commander, wie in alten Zeiten, was? Yes. Ich glaub's ja nicht, Joker. Das sagt der Richtige. Ich hab gesehen, wie Sie gestorben sind. Ich hatte Glück. Die Sache hat jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte eingesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag, deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich? Ich traue niemanden, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen. Und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Oh, eine neue Normandy, Bitches! Business. Schön wieder hier zu sein, was, Commander? Jetzt braucht sie nur noch einen Namen. Normandy 2. Kopfschüsse verursachen einen erhöhten Schaden. That's how we roll, son. That's how we do it. Because we are gorgeous like the fucking ocean. Yes, my bitches. Willkommen an Bord der neuen Normandy, Commander. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solus anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Sie begreifen das nicht, oder? Sie führen diese Mission nicht, sondern ich. Agentin Lawsons Argument ist stichhaltig, Shepard. Ohne den Professor führt jedes Zusammentreffen mit den Kollektoren automatisch zur Niederlage. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edie. Steuermänner sind nicht glücklich, wenn man ihnen die Kontrolle über ein Schiff wegnimmt. Und Joker schon gar nicht. Ich steuere das Schiff nicht. Mr. Moreaus Talente werden durchaus gebraucht. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Da wir das nun geklärt hätten, sollten wir uns um die Dossiers kümmern. Letzte Startvorbereitung abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Genau. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Danke. Ich scheiß auf euch. Okay.
That's good, that's good. Das brauchen wir auch. Fasche. Will ich nicht eigentlich, wenn da nichts Tolles ist. Außerdem verändern wir nochmal nice, oder? Oder ist das ein Time Waste? Eigentlich wäre schon nicht cool. Das brauchen wir auf jeden Fall, damit wir unsere Sachen modifizieren können. Das ist echt edel. Willkommen an Bord, Commander. Gibt's hier Teamstatus? Upgrades. Es ist einfach nur so Stuff halt. Ah, das sind Videos und so, so mäßig Tutorial-Style. Wer bist du? Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Okay. Halt ich die verwalte Backen. Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander. Ich brauche keine Hilfe und Support. Ich kümmere mich selbst um meine Angelegenheiten. Ich verstehe. Ich werde Sie nur dann stören, wenn es wichtig ist. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ja, Commander. Okay. Boah, ich komme nicht durch. Zwei. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist das Kampfinformationszentrum. Hier erhält die Crew die Daten der Sensoren und koordiniert die Gefechtsstation und die Maßnahmen bei Beschädigungen. Okay. So ein paar Sachen hier untersuchen. Wir laufen ein bisschen rum, gucken uns die Normandie ein bisschen an. Joker müssen wir jetzt nicht quatschen. Flugsteuerung. Das haben wir uns hier auch angeguckt. Jetzt gehen wir kurz unser Aussehen ändern. Das würde ich dann doch gerne ändern. Nein. Du wisst schon. Tech-Labor, da komme ich noch nicht rein, weil der Doktor ist noch nicht da. Hier des Captains. Oh, wir sind schon da. Shepard. Nee, brauche ich nicht. Musikanlage. Nee. Okay, kurz halt. Ich will da diese Waffenteile ausrüsten für meine Crew, das wäre ziemlich smart. Das wäre smart. Boah, wenn ich das jetzt finden würde hier. Herrentoilette. Ja, erstmal duschen. Was war hier irgendwas lebensnotwendig? Okay, anscheinend doch nicht. Life Support. Ich brauche keine Hilfe und Support. True Quarters. Woman Restroom. Yeah, man! Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Okay. Die ist ja süß. Wie alt? Ein Jahr nächsten Monat. Oh, Sie werden Ihren ersten Geburtstag verpassen. Pech. Meine Familie lebt in New Kent. Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Sie können sich einfach. Es geht bitte. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Ja, ein Büro. Tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Ich muss Pech, nur erst die Zierdeckchen holen. Das wäre überaus freundlich, Mr. Gardner. Hey, Mr. Gardner. Okay, dann kriegen die halt keine neue Ausrüstung, weil das ist mir jetzt nicht doch nicht Dr. Jocks. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Sorry, ich bin der Kapitän, ich komme nicht in den Raum rein. Sorry, Bobby. Um welchen Teil des Schiffes hat... Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Okay.
fahren jetzt Aufzug. Wir fahren jetzt mit Nummer 2. Dann gucken wir uns die Karte an. Nein, beziehungsweise in der nächsten Folge gucken wir uns. Dass sie auf die Brücke kommen, Commander. Halt's Maul. In der nächsten Folge gucken wir uns die Karte an, wie die aussieht, ob die sich verändert hat oder nicht, oder ob wir immer noch einfach nur raten müssen, wo wir hin müssen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.